So. Ja, mit dem. Das lässt sich, glaube ich, nicht so wirklich vermeiden, außer man nimmt sie dann hier weg. Komm, eben ausprobieren. So. Hab ich denn noch? Ich hab noch, sehr gut. Ja, es sieht besser aus. Kann vielleicht sogar zwei wegnehmen, oder? Gucken wir mal. Nee, zwei ist zu viel. Also an der Wand wäre es okay, aber von den Dingern hier oder von dem seitlichen Schatten, da sieht es dann wieder komisch aus. Der dreht auch ohne Sinn und Verstand, der Schraubendreher, ne? So. So ist schön. So ist schön. Naja, schön. Schön ist, naja, schön. Ja. Irgendwie schon. So. Hier auch nochmal, dass wir es wirklich einmal okay haben. 14. Ach, wir brauchen auch noch Cobblestone dahinter. So, Cobblestone brauchen wir hier und hier. Und den brauchen wir hier und 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 hier. So. Ja, die Ecke hier unten. Hier könnte man natürlich gucken, dass man irgendwie das Geländer hier hinten ansetzen lässt und dann hier irgendwie bis hier oder so laufen lässt. Keine Ahnung. Kann man immer noch mal machen. So, jetzt muss auf jeden Fall dieser Boden raus. Da wird die vermutlich nicht mehr für reichen. Das heißt, wir gehen noch mal eben hoch und gucken mal nach ein bisschen Mese. So. Nee. Ja, muss auch wieder welches machen. Rein und rein und raus. So, wieder auffüllen. Und ich wiederhole mich da jedes Mal, wenn ich sehe, ich bin der Meinung, das ging mal einfacher. wieder voll machen. Aber dann ist das so. Zack. Ach, jetzt muss man hier ein Eisen brennen. Das gute Eisen muss gebrannt werden. Auch gereicht, aber okay. Quatsch, das andere. So, auch hier mal kurz wieder abwarten. Wir können ja schon mal ein bisschen anfangen. Die Unterseite, die bleibt ja im Grunde genommen, wie sie ist, da mit dem Glowglass. Das ist ja okay. Das geht ja wirklich nur um das Design hier oben von den Steinen. Upsa. Das heißt, die holen wir einmal weg. Vor allem benutzen wir die auch gleich weiter, weil wir da ja die gekachelten Steine draus machen. Oder diese Schachbrettmustersteine. Na, zumindest beim Testen haben die sich nicht komisch irgendwie gedreht. Das heißt, da ist die Hacke hinüber. Und wenn man die jetzt nochmal reintut, dann kriegt man halt eben diese Kachelsteine. Und wenn man die aufteilt und dreht, dann passen die auch von der anderen Seite. Und das bringt auch gleich ein bisschen Abwechslung rein, dass nicht wirklich alles so grau in grau ist. Kann man da vielleicht hier oben auch irgendwie machen oder hier oder so. Mal gucken. Ja, man muss auch ganz schön von aufstoßen von dem Zeug. So.
Einmal her damit, einmal rein damit und einmal her damit. Wo war denn? E gerade dabei sind. Nee, müsste reichen. Ja, hier ist halt. Ich will Schwimmbad blau. Ah, man kann nicht alles kriegen. Und wie gesagt, ne, mit einer Mod irgendwie sich da jetzt wegen einem Stein irgendwie sowas bauen, das ist halt auch mal ein bisschen blöd. Und Texturen wollte ich da jetzt auch ungern irgendwie verändern, was natürlich ohne Probleme gehen würde, aber nö. Nö, 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 nö. Das ist schon okay. Wir finden schon irgendwie eine Lösung. So, apropos Lösung. Jetzt kommt man hier natürlich nicht mehr. Upa! Kommt man hier natürlich nicht mehr drauf, ne? Ne. Das ist jetzt vorbei. Hier muss auch noch gelöst werden. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich da keine mehr von. Ja, doch, einen habe ich noch. Und das war's dann, ne? Na gut, dann reißen wir hier erstmal das Loch rein. Und hier auch. Und dann wir müssen da trotzdem wieder hoch, weil wir noch Dings brauchen. Habe ich mich schon so gefreut, weil hier mit denen, da kannst du ja wieder welche draus machen, ne? Also ich brauche also keine neuen Steine zu brennen oder anzufertigen, sondern ich nehme einfach die, die ich schon habe. Und baue die eben wieder in Steine um und damit denen kann ich ja wieder dann Plättchen machen. Aber ich muss ja auch noch Plättchen machen. Hier ist echt finster im Vergleich zum Rest, ne? Meine Güte. Außerdem hat die Kamera schon wieder rotstich. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, so was. Aber es wird auch langsam, ganz langsam dunkel draußen. Da ist die Strahlung vom Monitor. Die macht so eine schöne rote Hautfarbe. Mm. Wo laufe ich denn hin? Ich Idiot, hier wollte ich doch hin. Mach ich mal Tür. Siehst du, ne? Deswegen springe ich immer drüber. Ich wollte gerade sagen, man kann nicht immer Tür aufmachen, aber. Ich hau da sowieso irgendwie Steine immer wieder hin, deswegen springe ich da einfach nur drüber. So. Plättchen, Komplettchen. So. So. Egal, dann haben wir da welche von. Mal gucken, wie weit die reichen. Aber sollten eigentlich. Ui, ui, ui. So, Unterkante. Man sieht, die sind von beiden Seiten. Da oben. Da wird halt nur eine Textur benutzt und deswegen ist es egal, worum man die dreht. Die Textur sieht halt immer gleich aus. Und es gibt so ein bisschen Abwechslung. Waren das überhaupt die, die ich benutzt habe? Ja, ne? Ich glaube schon. Weg. Und dann brauchen wir den Replacer, weil das dann doch ein bisschen einfacher geht. Ich hatte auf dem Bild noch so eine kleine Umrandung gehabt von der Bodenfläche hin zur Seite. Ich glaube, die lasse ich weg. Das ist, glaube ich, schon okay so. Ups. Da fehlt noch eine Reihe. So, wo sind wir denn? Hier sind wir. Upsala. So. Also hätte ich doch keine 100.000 Stück davon machen müssen. Ein paar habe ich noch über.
So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen halbwegs brauchbaren Boden. Und das war doch definitiv die anderen Steine, oder? Moment. Ich guck noch mal eben nach. Ich hoffe, das flackert nicht. Das waren die anderen Steine. Weil ich tot bin, habe ich jetzt die falschen Steine benutzt. Ich habe schon gewundert, warum das weiterhin so dunkel ist. Ich fand diesen Kontrast mit den helleren Steinen eigentlich ganz geil. Mal gut, dass nichts verschwendet ist, ne? So, die hast du bestimmt irgendwie Checker irgendwas. Ja, guck mal, diese hier sind das nämlich. Und nicht die komischen anderen. Gemacht habe ich die und brauchen wollte ich die und die werden mit. Oh Gott, sind die teuer. Und das sind dann nur die Alternativen. Genau, wie man sie wieder ordentlich macht. Ich glaube, ich meine, wir haben ja Eisen. Ich glaube, wir machen das. Also, kommen wir nur zurück. Alles, was ich gemacht habe bisher in dieser Aufnahmefolge-Session, ist hinfällig geworden. Wir reißen es wieder raus. Wir reißen es wieder raus. La 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 la. Wir reißen es wieder raus. Da 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 da. Wir reißen es wieder raus. Wir reißen es wieder raus. Da kommt Freude auf. Ja. Wie gesagt, es ist nicht schlimm. Es ist relativ schnell erledigt. Die Hacke ist da zügig mit bei. Und verloren ist auch nichts. Im Zweifelsfall machen wir halt wieder Cobblestone draus und fangen dann mal von vorne an. Und den Rest der Materialien, den kriegen wir ja auch umsonst. Also von daher nicht weiter tragisch. Ja. Und dann haben wir auch einen schönen Kontrast irgendwie drin. So, hier noch. Hier noch. Hier noch. Dann. Da gucken wir doch mal. So. Die erste Lage. Oh, die zweite Lage. Zack. So. Guck, schon haben wir Slabs. Schon haben wir Steine und schon haben wir wieder Cobblestone. So, machen wir auch nochmal. Du-du-du-du-dumm. Du-du-du-du-dumm. Na. Und Cobblestone. So. Ja, passt schon. Wir haben ja hier unser Loch, wo wir alles reinschmeißen können. So, der kommt weg. Das kommt weg. Das ist alles egal. Das ist mir alles zu doof jetzt hier. Der ganze Scheiß, der kommt jetzt weg. Der müllt mir nur das Inventar voll. Oh nein, der gute Cobblestone, wie kannst du nur? Ja, was ich alles kann. Drauf geschissen. So. Deckel drauf, hops. Deckel drauf und weg. So. Gut, dann Stein, Eisen. Ich glaube, wenn man die richtig aufteilt, dann geht das auch von der Anzahl her, ne? Ja, wird schon reichen. Wir teilen die jetzt hier auf. Hoffentlich. Ja, wir teilen sie auf, gut. So, 99. 99 reicht ja, glaube ich. Dumm, da geht's wieder runter. Dann haben wir sie jetzt aber auch ordentlich. Und ich glaube, ich lege die hier auch hin. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Zack, zack, zack. Ja, guck hier, ne? Wenn man die unten hin tut. Ecke hier oben, Ecke hier unten. Auch wieder nur eine Textur. Das heißt, wie rum die dann ausgerichtet werden. Ist der Textur zumindest auch egal.
Aber der Node selbst, der ist natürlich gedreht über die Achse und hast du nicht gesehen und aber die Textur, da es nur eine ist, die World Aligned ist, dreht die sich halt nicht mit. Irgendwie so. So. Oh, das gibt schönen Schmerz in den Augen, wenn man darüber läuft. Oh. So. Hey. Da ist einer in der Luft. Oh Gott. Es sieht echt schon so ein bisschen hardcore aus, wenn man. Oh. Aber gut. So. Idiot. Aber gut, so ist das dann. So. Zack. Hier noch rein. So. Und schon haben wir unsere schöne Küchenfliesen hier liegen. Oder Badezimmerfliesen. Einmal frei. Ja, ich mach's ganz vom Rand. Ich glaube, das ist okay. So. Zack, 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 zack. Und schon haben wir dann hier auch unseren Durchgang. Von außen kommen natürlich Stahltüren davor. Wenn ich jetzt hier gerade schon mal was dabei habe, dann können wir gleich mal irgendwie welche machen. Die müssen natürlich noch angeschlossen und verkabelt werden. Rums. So. So ist doch fein. Ist natürlich, wenn man selbst Besitzer von der Tür ist, ja egal. Man kann sie ja trotzdem auf und zu machen. Mit den Schaltern, da müssen wir mal gucken. Also die Idee wäre ja. Gut, es fehlt wahrscheinlich irgendwie an Mese. Die Idee wäre ja dann irgendwie hier einen Schalter hinzumachen. Und hier von außen, da muss ich mal gucken. Eventuell hier oder hier unten hin. Nein, oder hier hin und dann von hinten. Ich bin mir halt nicht 100% sicher, wenn ich hier einen Schalter dran mache, ob der dann auch diese Tür aufschaltet oder ob ich dann hier von der Seite irgendwie an diesen Schalter dran komme. Sind natürlich Dinge, die getestet werden müssen, aber irgendwie so. Hier auf der Seite genauso, da kommt dann hier der Schalter hin und dann kommt hier ein Schalter hin oder hier hin, je nachdem. Und dann drückt man drauf und die Tür, die auf der anderen Seite von dem Schalter ist, die geht zu. Und eine Sekunde später geht die Tür auf der Seite des Schalters auf, man geht rein. Man drückt hier auf den Knopf, dann geht hier hinten die Tür erst zu und dann geht hier die Tür auf. Und wenn man hier auf den Knopf drückt, geht die Tür auf, ne, wenn sie schon auf ist. Also der Knopf außen macht quasi genau das gleiche wie der Knopf innen. Ne, also wenn die Tür zu ist, drückst drauf, dann geht die Tür auf. Na, wenn die Tür aufdrückt ist und du drückst drauf, passiert nichts, weil die Tür schon auf. Und hier auf den Knopf drückst, dann geht eben die Tür hier zu und die Tür geht eine Sekunde später auf. Und die ganze Technik dazu, die kommt irgendwo in die Wand. Kann man vielleicht hier irgendwie eine Tür reinbauen oder so, dass man. Es muss ja nicht so ein großer Technikraum sein. Aber da kann man dann ja immer noch mal gucken. Ich mache hier erstmal so. Und jetzt haben wir nämlich hier unten uns auch gleich irgendwie welche geräubert. So und so. So. Dann haben wir das. Dann haben wir hier das Loch. Das passt soweit. Was man natürlich auch machen könnte, dass man hier mit Slabs arbeitet in irgendeiner Art und Weise, dass die eben auch von der anderen Seite beleuchtet sind. So wie das hier im Boden auch der Fall ist. Aber wie das aussehen soll, keine Ahnung. Sag mal, wird der von unten, wenn man. Sag mal, hier ist er beleuchtet. Hier ist er. Der wird von unten, wenn man runterguckt, auch nicht beleuchtet, ne? Nee. Meine Güte. Ach, hier ist übrigens noch. Die müssen noch raus. Weil hier, da ist auch so. So. So ist doch schön. So ist doch alles schön. Na gut, hier an der Wand würde der Weg, sag ich, die Linie natürlich weitergeführt werden. Das bedeutet. So und so, ne, weil Trennung ist halt Trennung und die wird halt weitergeführt.
Nur an der gewölbten Wand willst du nicht weitergeführt, da passt sie halt einfach nicht. Auch von der Höhe her, die ist ja nicht mittig, sondern die ist halt eben ja quasi eins zu niedrig für die Wölbung. Ui. Halfpipe, hey. So. Aber das sieht, glaube ich, schon ein bisschen besser aus als das, was ich da jetzt letztes Mal im Halbschlaf gebaut habe. Also bin zwar immer der Fan, das symmetrisch zu machen, aber hier so in die Mitte wäre halt irgendwie auch ein bisschen komisch, oder? Aber wir nehmen sie erstmal wieder raus. Machen wir irgendwie anders. Vielleicht hier unten rein oder so, oder hier irgendwie rein, oder gar nicht irgendwie erreichbar von hier, sondern nur von der anderen Seite erreichbar. Ich würde halt ungern hier eine Verbindung machen, weil das so vom Logischen her irgendwie Quatsch ist. Ja, oder von hier ist halt genauso Quatsch. Weil das ja so ein wirklich abgetrennter Bereich mit so einer Schleuse hier ist, ne? Und da ist natürlich dann irgendwie, wenn man jetzt einen zweiten Zugang ohne Schleusenfunktion reinbaut. Nee, das passt irgendwie nicht, ne? So, aber vom Optischen her. Das ist so ein bisschen, ne, hier auch das Moderne und das Alte treffen sich irgendwie. Ich überlege gerade, ob ich diese Steine hier auch hier drumrum mache. Die wären halt auch von der anderen Seite solche Steine. Nee, ich lass sie mal so. So. Dann brauchen wir einen Schalter. Also ich guck mal zumindest, dass ich ein bisschen vorbereite. Switch. Nein, Button hieß der, ne? Button. Der Button. Genau, da ein von und dann gib ihm. Da-dam. Zack, 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 zack. Das raus, das rein, das rein. Ah, kriegst du gleich zwei von, das ist auch gut. Ich brauche aber vier. So. Kann man nämlich auch gleich mal testen, wie das funktioniert, wenn die Türen daneben ist. Also das hier. Gut, tut sich nichts, aber hier habe ich auch keine. Ich habe eventuell dahinter die Möglichkeit, das zu machen. Oh Junge, das testen wir jetzt mal. Warte mal, ich habe doch bestimmt noch Mese irgendwo. Nee? Nee? Da habe ich noch. Dann probieren wir das jetzt nämlich einfach mal aus. Wir bauen das einfach hier. Das ist. Na, wir haben da, wir haben jetzt unseren coolen Arbeitsbereich. Der ist hell und beleuchtet und der hat einen schönen Boden und den benutzen wir jetzt dafür. So, also es ist dort ein Stein. An dem Stein ist ein Node. Die große Frage ist, kann ich den auslösen, wenn hier daneben einer ist? Ja, nee. Kann ich dahinter nur auslösen, ne? Ja, guck mal, kann ich nämlich nur dahinter auslösen. Also es muss auf jeden Fall dahinter einer sein, mit dem ich arbeiten kann und daneben wird nichts ausgelöst. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal geklärt. Das bedeutet, es muss dahinter einer sein. Ich habe hier nirgendwo die Möglichkeit, einen dahinter zu platzieren. Wenn ich den hier platziere, dann müsste hier einer sein. Wenn ich den da platziere, dann muss da, ne? Das kann nur hier platziert werden. Und dann wird es aufgehen. Das ist. Ups. Ja, klingt komisch, wenn man das abbaut, ne? Also, probieren wir nochmal aus. Wir bauen das mal hier nach. Also, ich habe das so. Das so. Wenn ich hier einen hinmache. Ja, guck mal, der connectet sich nämlich schon nicht mal. Also, der muss tatsächlich zwangsweise da hinten sein. Was man nochmal probieren kann. Kriege ich den so da drauf gestellt? Ich will einfach nur mal was testen.
Wenn ich da bin, dann bin ich hier vor. Ja, ich versuche jetzt gerade mal das hier irgendwie nachzustellen. So, da ist belegt. Ah, da ist dann eben das Ding hier. Das belegt und ich müsste ja, wenn dann hier ein runter. Okay. Krieg ja kein Signal von da drunter, ne? Doch, ich kriege ein Signal da drunter. Oho. Oho. Ja gut, okay, der connectet sich an Schalter, ne? Wahrscheinlich habe ich keinen Glowglass, da kann man sich das mal angucken. Gut, das macht's ein bisschen einfacher, aber ich kann nämlich da drunter dann auch abgreifen. Alles klar. Nee, ich habe da keinen Bock drauf, Leute. Ich überlege mir da was für die nächste Aufnahmesession. Ich teste ein bisschen rum und dann, ja, kriegen wir das irgendwie anderweitig gelöst. Aber ich habe da keinen Nerv mehr zu. Das muss reichen. Außerdem ist die Heizung hier irgendwie auf 100.000 Grad. Also irgendwie ist es warm. Und ich bin müde. Und ich habe gearbeitet, ganz lange.
bis vor anderthalb Stunden noch. Nein, ich mache das ein anderes Mal fertig. Ich teste mal, dass das nicht so rumgehampelt wird hier, dass das vernünftig wird. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession. Ja, haut rein. Tschö.